sieht deine Mobilität aktuell so aus und du möchtest gerne ohne weiteres den Boden mit den Fingern berühren können? Dieser Grad an Beweglichkeit ist nicht nur aus gesundheitlichen Gründen sinnvoll, sondern auch erforderlich bei fortgeschrittenen Skills wie Toes-to-Bars, L-Sits oder Press-to-Handstands. Step 1 besteht darin, die Anatomie der beteiligten Muskeln, die beim Zusammenklappen des Oberkörpers mit gestreckten Beinen, auch Pike-Mobilität genannt, zu verstehen. Zum einen haben wir die Wadenmuskulatur, die sich vom Fersenbein über das Kniegelenk zieht, und die ischiochorale Muskulatur, die sich über das Hüftgelenk und das Kniegelenk überspannt. Bedeutet, je nachdem, wie wir unsere Hüfte kippen, übt sie mehr Dehnung auf die Oberschenkelrückseite aus oder eben weniger. Wenn du die Hüfte nach vorne kippst, ist deine Oberschenkelrückseite schon viel stärker auf Spannung und es wird dir kaum möglich sein, dich nach vorne zu lehnen. Kippst du die Hüfte allerdings nach hinten, nimmst du die anfängliche Spannung heraus und kommst wesentlich tiefer. Im nächsten Schritt kümmern wir uns um die faszialen Strukturen, indem wir als erstes die Plantarfaszie ausrollen, also die Muskulatur unserer Fußsohle, die eine funktionelle Einheit mit dem Fersenbein, mit der Achillessehne und der Wadenmuskulatur bildet. Rolle dabei über den ganzen Fuß von der Ferse bis zu den Zehen und bleibe länger auf schmerzenden Punkten verharren. Alleine das Ausrollen der Plantarfaszie kann zu einer verbesserten Mobilität führen und ich empfehle dir, einen Test und danach einen Retest selbst zu probieren. Genauso hilft auch das Ausrollen der Wadenmuskulatur. Wenn wir den Muskeltonus hier minimieren können, wird das ebenfalls zu einer stärkeren oder verbesserten Mobilität beitragen. Achte dabei darauf, die Wade wirklich außen, innen und mittig auszurollen. Eine weitere Empfehlung meinerseits ist, sogenannte Loaded Mobility Übungen auszuführen, wie beispielsweise Jefferson Curls. Ziehe dazu dein Kinn zur Brust und rolle deine Wirbelsäule langsam tief und führe das Gewicht nah am Körper entlang. Deine Beine bleiben währenddessen gestreckt. Lasse dich unten etwa 3 bis 4 Sekunden hängen und rolle dich dann langsam wieder hoch. Das Gewicht zieht dich hier passiv in eine stärkere Dehnung und gleichzeitig wirkt diese Übung dekomprimierend für deine Wirbelsäule. Vermeide also diesen typischen Fehler, bei dem die Knie gebeugt sind und das Gewicht viel zu weit weg vom Körper entlang geführt wird. Einen ähnlichen Effekt hat das exzentrische Kreuzheben. Die exzentrische Bewegung ist in dem Fall die Abwärtsbewegung und beschreibt immer die Bewegungsphase innerhalb einer Wiederholung, bei der die Muskulatur unter Last gedehnt wird. Ich empfehle hier ca. 3 bis 4 Sekunden lang tief zu gehen und dabei sind die Knie nur leicht gebeugt. Du brauchst hier nicht viele Wiederholungen absolvieren und auch nicht allzu viel Gewicht verwenden, denn es geht hier um diese Konzentration auf die negative Bewegung. Außerdem ist es hilfreich, den sogenannten Ischiasnerv zu mobilisieren. Nerven wollen zwar nicht gedehnt werden, aber sie wollen zwischen den faszialen Geweben gleiten können. Und dazu eignet sich diese Übung. Nutze ein Resistance Band und richte deinen Oberschenkel vertikal aus. Strecke dann das Bein bis zu einem angenehmen Dehnungsgrad nach oben und von da aus streckst du deinen Fuß ca. 30 Mal vor und zurück. Anschließend ziehst du dein Knie zur Brust und streckst es wieder gegen das Band so hoch, wie es für dich als angenehme Dehnung spürbar ist. Und das Ganze für ungefähr 20 Mal hinterher. Als letzten Schritt möchte ich dir eine der most underrated Übungen ans Herz legen, die darauf abzielt, deine Hüftbeuger zu stärken, die sogenannten Pike Lifts. Damit können wir 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen, denn bei dieser Kompressionsübung kräftigen wir nicht nur den Gegenspieler, sondern dehnen dabei auch die Zielmuskulatur. Da nicht immer nur ein Mobility-Problem vorliegt, empfehle ich diese Übung ebenfalls mit aufzunehmen, um alle möglichen Schwachstellen anzugehen. Wähle dabei ein Level, welches du für 10 Wiederholungen ausführen kannst. Die Single-Leg-Pike-Lifts mit aufrechtem Oberkörper sind am einfachsten. Danach folgen die beidbeinigen Pike-Lifts. Je weiter du dich dann mit dem Oberkörper nach vorne lehnst, desto schwieriger wird die Übung. Ich hoffe, dass dir dieses Video geholfen hat, um deine Pike-Mobilität oder deine Skills zu verbessern. Tagge mich gerne auf einem Vorher-Nachher-Foto bei Instagram und like dieses Video, wenn es dir geholfen hat. Vergiss auch nicht, meinen Channel zu abonnieren, damit du weitere Videos nicht verpasst.